Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Webseminar-Session. Mein Name ist Johanna Kraus und ich werde Sie heute durch das Webseminar führen. Zu meiner Rechten ist mein Kollege Martin Vogel. Er ist der Produktexperte für das Smart Function Kit für Press- und Fügeanwendungen. Willkommen, Martin. Hallo von meiner Seite. Ja, bevor wir starten, kurz zur aktuellen Situation, ein Hinweis von uns. Wir sind beide negativ getestet auf das Coronavirus. Trotz all dem nutzen wir eben die Plexiglaswand zwischen uns beiden und wir werden auch die Fenster öffnen. Das heißt, es kann zu Nebengeräuschen kommen, aber wir wollen natürlich auch das Filmteam hinter der Kamera schützen. Bevor wir starten, noch kurz ein technischer Hinweis von uns. Wenn alles so funktioniert, wie wir das uns vorgestellt haben, sollten Sie den Bildschirm in drei Teile geteilt sehen. Auf dem einen Teil sehen Sie eben Martin und mich, auf dem anderen Teil einen geteilten Desktop, aktuell eben die Präsentation und die Chat-Funktion. Und da sehen Sie wirklich herzlich willkommen, so viele Fragen wie nur möglich an uns und unser Produkt, das Smart Function Kit, zu stellen. Des Weiteren wollen wir natürlich auch ein bisschen was über Sie erfahren, deswegen würden wir gerne eine Voting-Funktion natürlich auf freiwilliger Basis nutzen. Da würde ich sagen, starten wir gleich mal mit der ersten Frage in die Runde. Und zwar, haben Sie schon Vorkenntnisse zum Produkt Smart Function Kit für Press- und Fügeanwendungen? Ich gebe jetzt ein bisschen Zeit, um die Frage zu beantworten. Erstens ganz kurz zum heutigen Webseminar. Das Webseminar ist eben in zwei Teile aufgeteilt. Wir werden nochmals auf das Smart Function Kit eingehen. Natürlich eher ein kurzer Überblick darüber. Und dann in den zweiten Teil dieses Mal die Integration des Smart Function Kit als Subsystem in eine übergeordnete Steuerung. Und da verwenden wir das Beispiel einer Bosch Sechsrutsch-Steuerung. Genau. Dann schauen wir gleich mal, was so die erste Voting-Funktion uns sagt. Ich sehe, Großteil hat auf jeden Fall das erste Webseminar besucht. Aber es ist auch ein großer Anteil, der ja keine Vorkenntnisse hat. Ja. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil wir haben auch erst einen kleinen Überblick, genau. Den geben wir in das System und gehen dann noch ein bisschen tiefer ins Detail. Also von daher auch für Sie, Sie sind gut hier aufgehoben. Ja. Wir holen Sie auf jeden Fall da auch ab. Ja, genau, dann sind alle auf dem gleichen Kenntnisstand und dann tauchen wir mal ein bisschen tiefer eben ab. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir hier keine Zeit und starten gleich mal durch. Martin, du warst bei der Entwicklung vom Produkt, also vom Smart Function Kit für Pressing involviert. Was war da für euch besonders wichtig? Genau, wir haben die Entwicklung sehr marktgetrieben betrieben. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was braucht denn der Markt, was sind denn jetzt die Anforderungen unserer Kunden und haben da drei wesentliche Vorteile daraus erarbeitet, die wir in unserem Produkt dann auch wiedersehen wollen. Ich liste sie mal ganz kurz auf. Das ist einerseits die einfache Produktauswahl, das Konzept von eines Plug-and-Producers und natürlich Zero Programming. Fangen wir gleich mal mit der einfachen Produktauswahl an. Wir haben hier ein Kit, das heißt, es besteht aus verschiedenen Komponenten und wir haben die so darauf abgestimmt, so aufeinander abgestimmt, dass sie einen weiten Bereich einerseits abdecken, aber innerhalb dieses weiten Kraftbereichs, den wir abdecken, unterstützen wir verschiedene Abstufungen. Das heißt, kleinere Kräfte unterstützen wir, aber auch größere Kräfte. Und für jede dieser Anwendungsbereiche, die sich daraus ergeben, haben wir die optimale Konfiguration der einzelnen Komponenten zusammengestellt. Das heißt, es gibt Ihnen die Möglichkeit, relativ einfach diese Press- und Fügeanwendungen zu realisieren. Des Weiteren haben wir das Plug-and-Produce-Versprechen. Das heißt, alle Komponenten sind ja, wie gesagt, aufeinander abgestimmt, aber auch aufeinander konfiguriert. Das heißt, wir haben Statusinformationen über die einzelnen Komponenten bereits schon bei der Auslieferung integriert. Und nachdem Sie das Produkt bei sich eingebaut haben, wird das relativ einfach in Betrieb genommen. Das heißt, da haben wir einen automatisierten Wizard, eine automatisierte Inbetriebnahme, die komplett automatisiert durchläuft,
bei der Sie jetzt kein Expertenwissen brauchen, wo Sie den Antriebsregler zum Beispiel konfigurieren müssen, sondern es läuft alles automatisiert durch. Auch die Fehlerfälle werden behandelt und von daher ist die Inbetriebnahme relativ schnell und Sie können direkt loslegen und die ersten Teile bei Ihnen pressen. Genau, und Pressing an sich, das läuft über unser Zero Programming Aspekt. Zero Programming bedeutet hier, dass wir eigentlich keine Programmierung mehr im klassischen Sinne haben, sondern wir haben mehr eine Konfiguration. Das heißt, diese ganzen Programmieraufwendungen, das ist drastisch heruntergefahren. Das ist der Teil, den wir geliefert haben, indem wir einzelne Funktionsbestandteile, einzelne Programmsequenzen beispielsweise in einer Bibliothek zusammengefasst haben. Und diese erlaubt es relativ einfach, eine Presssequenz zu erstellen. Wie gesagt, die ganze Logik ist da schon integriert. Und das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssen, ist, sich auf die wesentlichen Parameter Ihres Prozesses zu konzentrieren, diese einzugeben. Ja. Da unterstützt auch unser Frontend, also unsere Benutzeroberfläche dafür. Und macht die Konfiguration relativ einfach. Und so schaffen Sie es halt relativ schnell, mit diesem Kit auch bereits schon die ersten Produktionsprozesse bei sich zum Laufen zu kriegen. Ja, danke Martin für die Einführung hier. Finde ich sehr spannend, weil ich zum Beispiel einfach keinerlei Programmierkenntnisse besitze. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn du uns das nachher mal zeigst, ob ich das dann auch schaffe am Ende. Ja, dann ein weiterer Punkt. Martin, du warst oder bist auch ständig im Kontakt mit Kunden, hast hier schon Erfahrungen im Feld gesammelt und kennst so die typischen Applikationen und Anwendungen für unser Produkt. Was zählt denn alles so dazu? Genau, das ist unser Kit umfasst oder ist geeignet für verschiedene Anwendungsfälle. Wir haben die jetzt hier mal kurz aufgelistet. Das sind einerseits die klassischen Pressanwendungen. Eine dieser Anwendungen sehen wir beispielsweise jetzt auch hier links neben uns. Da haben wir unseren Demonstrator aufgebaut. Und dieser demonstriert im Prinzip einen exemplarischen Aufbau des Smart Function Kits. Und hier im unteren Teil haben wir eine Feder eingebaut, mit der wir eine Pressanwendung realisieren können. Daneben unterstützen wir natürlich noch weitere Anwendungen. Das sind einerseits die klassischen Crimp-Anwendungen. Umformungsprozesse sind natürlich auch so möglich, genauso wie Testanwendungen. Und so eine Testanwendung könnten wir theoretisch auch hier durchführen, wenn wir ein entsprechendes Bauteil dann einlegen. Das heißt, verschiedene Applikationen sind möglich und daraus ergibt sich dann auch, dass wir in verschiedenen Industriebereichen auch tätig sind. Zum Beispiel Umformungsprozesse, Montageprozesse oder Prüf- und Testanwendungen. Da fühlen wir uns mit dem Kit ganz wohl und haben auch da die ersten Anwendungsfälle schon realisiert. Ja, super. Also es sind echt vielfältige Einsatzgebiete für das eine Produkt. Ja, Martin, du sprichst oder wir sprechen hier auch immer von einem Kit. Ich weiß nicht, ob es eben jedem bewusst ist, aus was dieses Kit denn alles besteht, also was wirklich die Hauptbestandteile von diesem Kit gehen. Können wir da einfach nochmal drauf eingehen? Selbstverständlich. Also das mache ich einerseits hier an unserem Exponat, andererseits habe ich dazu auch eine Folie vorbereitet und da sehen wir von der linken Seite aus kommend, beziehungsweise auch hier oben unseren Zylinder, also ein elektromechanischer Zylinder, hinten mit dem Motor angebaut und einem entsprechenden Riemenvorgelege. Unten angebracht ist unser Kraftsensor. Und alle Komponenten sind jetzt hier so drauf auseinander abgelegt, abgestimmt. Das heißt, wir haben den passenden Motor zum passenden Zylinder und den passenden Kraftsensor dazu. Gesteuert wird das Ganze von unserem integrierten Antriebsregler. Mhm. Den sehen Sie jetzt hier nicht. Der ist hier unten versteckt im Schaltschrank. Mhm. Wird natürlich da auch im Kit mitgeliefert und sorgt sich natürlich um die Steuerung des Motors, aber auch um die ganzen anderen Komponenten. Dazu haben wir noch einen Industriecomputer, den PA21. Dieser ist auch eine der wesentlichen Komponenten unseres Kits. Mhm. Darauf läuft eine Softwarekomponente, die Ihnen das Frontend darstellt, also unsere Benutzeroberfläche. Die sehen Sie jetzt hier auf der rechten Seite und exemplarisch da dargestellt auf einem Tablet. Und damit möchte ich auch gleich die erste Frage im Chat beantworten. Ich sehe, welche Voraussetzungen muss ein PC erfüllen, um Zero Programming browserbasiert nutzen zu können. Und Sie sehen es ja gerade, es muss kein PC sein, es kann auch ein Tablet sein. Das heißt, die Anforderungen sind da relativ gering.
Wichtig ist nur, dass es dass ein Browser, ein moderner Browser unterstützt wird. Und es kann ein Tablet sein, es kann ein normaler Desktop-Computer sein, jeder beliebige Laptop ist möglich, aber natürlich kann ich das Ganze auch mit meinem Handy steuern. Ja. Also von daher, wir sind da relativ flexibel, ja. Und alles in allem immer noch sehr industrietauglich. Genau. Ja, finde ich echt ein schönes Feature auch, dass man eben wirklich von überall Zugriff auf die Anlage dann selbst hat. Ja, wir haben dann noch eine Frage im Chat, sehe ich gerade, von welchen Lieferanten setzen Sie die Kraftsensoren in dem Kit ein? Tja, wir arbeiten da mit etablierten Kraftsensorherstellern zusammen. Können wir im Detail nochmal nachträglich beantworten. Genau, also es ist aber auch so, dass es eben optional ist. Das heißt, es kann auch ein Kraftsensor von Ihnen eingebaut werden, welcher eben für das Smart Function Kit eben für Ihre Applikation dann eben passt. Genau, also das heißt da auch wieder die Wahl, ob Sie jetzt quasi unseren integrierten Kraftsensor nutzen möchten oder ob Sie Ihren eigenen Kraftsensor da benutzen wollen. Da sind wir auch relativ flexibel. Wichtig ist nur, dass der Kraftsensor, den Sie da einsetzen, eine 0 bis 10 Volt Schnittstelle hat. Ja. Das ist die einzige Anforderung, die wir da stellen, und alle möglichen Parameter können Sie in der Software entsprechend einstellen. Und sind da absolut flexibel in dem Sinne. Genau. Jetzt wird man mal kurz beim Chat bleiben. Da gibt es noch eine Frage. Gibt es eine Reinraumklassifizierung für die Food- und Pharmaindustrie? Da bin ich ad hoc auch ein kleines bisschen überfragt. Das würde ich gerne noch mal im Nachgang beantworten. Ja, nee, können wir ja zurückstellen. Gehen wir einfach danach noch mal drauf ein. Genau, aber ich sehe noch die nächste Frage, die dahinter stehende Bibliothek. Ja. Genau, die werden wir auf jeden Fall noch zeigen. Dazu kommen wir dann gleich noch. Und das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die wir auf jeden Fall noch zeigen werden und auch natürlich in live. Ja, dann würde ich sagen, springen wir doch direkt mal in die Software, weil Software ist ja auch in der Lineartechnik jetzt eine neue Komponente, die wir innerhalb eines Produktes eben jetzt anbieten. Und ich denke, das ist einfach nochmal wert, hier ins Detail nochmal darauf einzugehen, welche Funktionalitäten jetzt unsere Softwarekomponente beim Smart Function Kit eben zeigt. Und damit können wir dann eben auch diese Frage mit der dahinterstehenden Bibliothek gleich beantworten. Genau, also es passt gerade perfekt, sagen wir es mal so. Deswegen, wir würden jetzt einmal ganz kurz überspringen, jetzt hier auf unser Frontend, das bei mir auf dem Laptop dargestellt wird. Wir sehen das jetzt hier in Gänze, genau, dargestellt bei mir im Browser. Und wir haben jetzt hier ein relativ intuitives Design, das heißt, ausgerichtet auf den aktuellen, auf die Browsergröße beispielsweise, sind da flexibel. Wenn Sie einen kleineren Bildschirm haben, zum Beispiel am Handy, passt sich das alles an und wird auch da angemessen dargestellt. Der Bildschirm an sich ist erstmal viergeteilt in dieser Ansicht. Das heißt, wir haben oben rechts, gehen wir kurz mit der Maus hin, dass Sie das auch sehen, wo ich gerade bin. Da aktuell zwei Sequenzschritte, die vorprogrammiert sind. Einerseits die Startposition, also Funktionsblock Startposition. Dieser verfährt die Presse an die entsprechende Startposition, die konfiguriert ist. Und als zweiten Funktionsschritt ist der Baustein Fügen auf Kraft in Einsatz. Und dieser fügt auf Kraft. Im unteren Bereich sehen wir zum aktuellen Prozess noch einige Kennwerte, wie beispielsweise die aktuelle Position, Kraft, Geschwindigkeit und die Zykluszeit des letzten Prozesses. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, direkt den Prozess mal zu starten. Und da sehen wir einfach vor allem das Zusammenspiel zwischen diesem Live-Bild und dem Dashboard, wie sich die Werte parallel aktualisieren. Da sehen wir jetzt, dass der erste Programmschritt nun ausgeführt wurde. Er war markiert. Und jetzt gehen wir schon relativ schnell weiter auf den zweiten Baustein, Fügen auf Kraft. Dieser wurde markiert und ausgeführt währenddessen. Ich würde das Ganze jetzt nochmal durchführen. Ja. Das jetzt hier auch im Detail nochmal sehen. Da sehen Sie auch vor allem, wie die Kraft da aufgebaut wird. Und zwar, sobald wir die Feder unten berühren, so ungefähr ab jetzt. Genau. Auf der linken Seite sehen wir die Bewertung zum aktuellen Prozess. Unten links sehen wir die letzten 20 Bauteile, die produziert wurden. Mhm. Blau signalisiert hier, dass das Bauteil okay produziert wurde. Rot würde bedeuten, das sehen wir jetzt hier beim fünften Schritt, dass da ein Fehler vorlag. Okay. Im oberen Bereich haben wir die Gesamteffizienz unseres Programmes.
Das heißt, 420 Bauteile haben wir bis jetzt produziert. Davon waren 29 nicht okay. Das heißt, mit 93% Effizienz fügen wir gerade aktuell. Das heißt, 93% meiner Bauteile kommen als Gutteile heraus. Okay. Genau. So, jetzt würde ich, glaube ich, mal auch nochmal auf die Chatfragen eingehen. Welche Funktion gibt es noch, zum Beispiel Steigungserkennung, Messwerte, Schreiben? Okay, Steigungserkennung. Ah, das bezieht sich wahrscheinlich jetzt mehr auf die Bewertungselemente. Mhm. Das heißt, wie kann ich eine Kurve klassifizieren? Ja. Also wann ist eine Kurve okay, wann ist eine Kurve nicht okay? Da habe ich dann beispielsweise bei Kraftanstiegen, muss jetzt zum Beispiel eine gewisse Kraft innerhalb einer Wegstrecke erreicht werden. Also eine Steigungserkennung kann ich damit realisieren. Und das ist ein Teil, den wir auch natürlich in unserer Software abbilden, über verschiedene Validierungselemente. Doch genau diesen Schritt, den würden wir jetzt gerne in diesem Webinar überspringen und möchte Sie da auf das erste Webinar, was wir zum Smart Function Kit for Pressing gedreht haben, verweisen. Da haben wir diesen Punkt im Detail gezeigt und das würde leider jetzt hier so ein kleines bisschen den Rahmen sprengen. Genau. Das Webseminar finden Sie auf unserem YouTube-Channel unter Bosch Rexroth Playlist Smart Mechatronics ist es von den Kollegen frei verfügbar, auch in der deutschen Sprache. Mhm. Apropos Sprache, ist es eben unser Dashboard nur auf Deutsch verfügbar oder wenn ich jetzt auch einen Stand oder einen Produktionsstandort im Ausland habe, kann meine Kollegen das dann auch nutzen? Genau, das können Sie auf jeden Fall. Mhm. Wir sind da im Frontend relativ flexibel, das heißt, wir haben da zwei Sprachen integriert. Mhm. Ich zeige Ihnen das mal hier unten auf der linken Seite habe ich noch einen weiteren Button, der die Sprache umstellt. Und zwar da unterstützen wir einerseits die deutsche Sprache, die eingestellt ist. Und das obere Icon signalisiert, dass die englische Sprache noch verfügbar ist. Und so kann ich relativ einfach rüberwechseln zwischen diesen beiden Sprachen. Also zweisprachig, multilingual sind wir da aufgestellt. Okay, perfekt. Ja, genau. Jetzt bin ich natürlich, nachdem ich vorhin schon gesagt habe, ich habe keinerlei Programmierkenntnisse an sich, bin ich mal gespannt, wie wir jetzt so einen Schritt mal eben programmieren oder auch verändern können. Genau. Kann man da einfach nochmal einen Blick drauf werfen, weil das würde mich jetzt echt interessieren. Genau, da war ja auch die eine Frage da im Chat noch dazu, wie schaut die Programmsequenz aus, also die Bibliothek. Das passt ja gerade bestens. Lassen Sie mich da einfach kurz hier in die Programm-Bearbeiten-Ansicht wechseln. Dazu klicke ich im Frontend hier auf diesen Button und wechsle nun in unsere Programm-Bearbeiten-Ansicht. Dieser Bildschirm ist jetzt dreigeteilt. Ich habe auf der linken Seite meine Programmbibliothek, also die Funktionsbausteine, die ich in eine Sequenz einfügen kann. Da haben wir in unserer Sequenz, die in der Mitte dargestellt ist, schon zwei verschiedene eingebaut. Einerseits die Startposition, also Baustein Startposition, und einerseits den Baustein Fügen auf Kraft. Auf der rechten Seite sehe ich zum aktuell markierten Sequenzabschnitt die entsprechenden Parameter. Also beispielsweise jetzt sehe ich rechts die Parameter für den Baustein Startposition. Und genau, lass uns jetzt diese Sequenz ein bisschen editieren, weil wir haben sie ja durchgeführt, das Bauteil steht am Ende immer noch unter Last. Das heißt, ich kann es nicht entfernen und ein neues Bauteil einlegen. Das, was jetzt fehlt, wäre im Prinzip nur eine Rückhub. Und den füge ich jetzt relativ einfach hinzu. Okay. Das heißt, per Drag and Drop gehe ich mit der Maus über den Baustein positionieren, drücke, halte und schiebe ihn einfach an die passende Position. Ich kann jetzt hier ans Ende schieben, auch dazwischen schieben, an den Anfang schieben, wo auch immer. Jetzt möchte ich gerade herausfahren. Und da sehen wir auch gleich, die Parameter an sich hat sich ein kleines bisschen editiert. Und unser Frontend zeigt uns, dass wir jetzt hier vier Pflichtfelder noch ausfüllen müssen. Das würde ich jetzt mal geschwind machen. Ja. Gebe ein paar Werte vor, beispielsweise für die Geschwindigkeit 10 mm, für die Beschleunigung 200 mm die Quadratsekunde. Und bei der Position bin ich mir nicht so ganz sicher. Hier würde ich eine weitere Funktionalität unseres Frontends nutzen. Mhm. Da haben wir nämlich auf der rechten Seite hier rechts oben erreichbar über diesen Button noch eine Joggingleiste, also so eine Vertippleiste im Prinzip. Und mit der habe ich die Möglichkeit, nicht nur hier unten die Statusinformationen mir zur Presse, zum Zylinder gerade anzuschauen,
sondern ich kann den Zylinder auch verfahren. Mhm. Genau, okay. Das werde ich jetzt nutzen. Ich fahre jetzt ein kleines bisschen nach oben, bis ich eine Position erreicht habe, wo ich ungefähr das Bauteil entlastet habe. Sagen wir mal ungefähr jetzt. Also wenn es eine ganz kurze Feder wäre, könnte ich sie jetzt auch rausnehmen. Ja. Und ich war noch ein kleines bisschen, damit der Wert ein bisschen unrunder ist, dann passt es nämlich noch ein bisschen genauer mit der Feature. Wir sind jetzt bei 85,44 mm, ein relativ unrunder Wert. Und den könnte ich natürlich jetzt 1:1 auch so eintippen. Ich mache es mir aber einfach. Ich nutze einfach hier unsere Teach-Funktion und die übernimmt genau diesen Wert, den ich jetzt eben gerade hier voreingestellt habe, direkt in das Feld ein. Okay. So, wir haben jetzt auch eine Sache gesehen, also es ist relativ einfach, eine Position anzufahren, diesen Wert zu übernehmen. Und wenn jemand sehr gut aufgepasst hat, ist dieser Speicher-Button jetzt hier oben seine Farbe gewechselt hat. Jetzt ist es mir möglich, das Programm zu speichern. Davor war es nicht möglich, weil alle Bedingungen noch nicht erfüllt waren. Das heißt, das Programm muss valide sein, alle Eingaben müssen erfolgt sein und nur dann kann ich es auch wirklich speichern. Okay, also es unterstützt mich eigentlich ein Stück weit, ob ich eben alle Parameter für mein Smart Function Kit, welches ich vor mir habe, ja auch richtig eingegeben habe. Richtig, genau. Also Fehleingaben sind dann auch nicht möglich. Ja. Ich kann es mal ganz kurz demonstrieren, zum Beispiel jetzt hier an der Geschwindigkeit. Ich füge hinten eine 0 ein, das ist noch okay. 100 mm die Sekunde wären zum Beispiel jetzt hier noch möglich. Wenn ich eine weitere 0 hinzufüge, bei 1000 mm die Sekunde, das ist mit diesem Kit jetzt nicht möglich. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 320 mm die Sekunde und von daher sind 1000 mm die Sekunde eine falsche Eingabe. Speichern, das geht jetzt auch nicht. Das heißt, ich entferne jetzt nun die zwei Nullen wieder, bin bei 10 mm die Sekunde, was wieder ein valider Wert ist und das Programm kann gespeichert werden. Also man sieht es. Ist doch relativ einfach eigentlich. Ja, also ich habe mir da drunter unter Programmierung jetzt ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich dachte da eher so an Code schreiben etc. Aber so war das ja wirklich sehr einfach. Und ich glaube, dass man hier wirklich keinerlei Programmierkenntnisse an sich braucht, weil man hier eher für ein Parameter eingeben und durch die Drag-and-Drop-Funktion natürlich auch einfach das zusammenfügen kann. Genau. Ich würde jetzt bin jetzt gerade nochmal aufs Frontend rumgesprungen und auf unser Dashboard, wo wir die Übersicht sehen. Also das ist der erste Screen, den wir zu Beginn gesehen haben. Ja. Und hier sehen wir in der Sequenzansicht auch gleich, dass der dritte Sequenzschritt angezeigt wird. Und wenn ich das Programm wieder starte, dann werden genau diese drei Sequenzschritte durchlaufen. Startposition, nun fügen auf Kraft und jetzt im dritten Teil das Positionieren, also der Rückruf, den wir eben eingestellt haben. Genau auf die Position, die wir hier eben vorgegeben haben. Relativ einfach, oder? War echt gut. Und war super schnell. Mhm. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns noch mal kurz die Fragen im Chat an, Martin. Genau, ich sehe jetzt zum Beispiel jetzt, die letzte da. Einige dazu. Ich glaube, wir müssen mal kurz ein bisschen hochscrollen. Genau. Welche Schnittstellen bietet das Kit neben dem Browser Zugriff, wenn man dieses zum Beispiel in die Anlagensteuerung einer Maschine integrieren möchte? Das passt bestens, genau. Wir bieten jetzt hier verschiedene Möglichkeiten an. Einerseits ist der Standalone-Betrieb, also hier mit dem Dashboard, das wir gerade sehen. Die andere Möglichkeit ist die Integration in eine übergeordnete Steuerung. Das heißt, kontrolliert, also das SFK, Smart Function Kit for Pressing, wird kontrolliert über einen Feldbus mit einer übergeordneten Steuerung. Wie beispielsweise jetzt hier unserer Steuerung von Bosch Rexroth. Da unterstützen wir einfach verschiedene Protokolle, die genau das realisieren. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Da kommen wir aber auch noch dazu. Da habe ich ein Beispiel vorbereitet. Und genau. Ja, schauen wir nochmal ganz kurz, welche Fragen wir hier noch haben. Hat das Kit eine SEAL-Zulassung? Ein SEAL, Safety Level. Ja, Safety Level. Das bezieht sich ja auf die Sicherheitsfunktion. Wenn wir die Frage richtig verstanden haben, gerne nochmal reinschreiben. Genau, aber das sind ganz spezifische Daten, die auch aus dem Produktdatenblatt hervorgehen. Genau, das finde ich. Was da auch im Detail darum geht, welche Safety-Funktionalität und welches Performance-Level beispielsweise da erforderlich ist,
Schauen Sie da am besten in das Produktdatenblatt, da finden wir wirklich alle Daten auch wirklich im Detail aufgeschlüsselt mit den entsprechenden zugehörigen Normen. So, dann noch eine Frage. Der Servomotor muss ein Bosch-Motor sein oder kann das auch ein anderes Fabrikat sein? Genau, bei diesem Kit muss es ein Bosch-Rexroth-Motor sein. Also wir verkaufen das gesamte Kit auch wirklich nur als Kit. Mhm. Das heißt, Sie kriegen alle Komponenten aufeinander abgestimmt und das geht hier in diesem Gesamtverbund am besten mit einem Bosch-Rexroth-Motor. Perfekt, dann... So, da sehen wir noch, könnten Sie bitte eruieren, ob das Pressverfahren auch für das Sintern von Tabletten möglich ist. Ich würde mal behaupten, ja, aber hier geht es darum, wie der Prozess im Detail ausschaut und das können wir auf jeden Fall im Nachgang nochmal im Detail beantworten. Genau, also gerne bei Anwendungen auf uns zugehen und dann können wir gemeinsam über den Prozess eben sprechen und ob eben das Smart Function Kit auch für diese Anwendung geeignet ist. Mhm. Genau. Gibt es auch einen Diagrammmodus, wo auch das Losbrechmoment definiert werden kann? Genau. Das zielt wahrscheinlich wieder auf die erste Frage. Das war in Bezug nehmend auf die Validierungselemente. Mhm. Das können wir auch jetzt hier ganz kurz im Frontend nochmal uns darstellen lassen. Was ich bis jetzt ja immer gesehen habe oder was wir bis jetzt gesehen haben, war ja die Sequenzansicht mit den drei Schritten, die wir jetzt hier auf der rechten Seite sehen. Ja. Ich kann das Ganze auch umspringen oder umwechseln zur Ansicht des Diagramms. Und ich würde das jetzt auch einfach mal laufen lassen. Und genau da haben wir ja diesen Prozess grafisch nochmal dargestellt. Hier am Ende mit dem Kraftpeak und jetzt fahren wir den Rückhub. Und genau diese Darstellung, die können wir auch nutzen oder diese nutzen wir dann, wenn wir Validierungselemente im Programm setzen. Ja. Das heißt, das Ganze, das verläuft nicht irgendwie statisch mit irgendwelchen Tabellen. Nein, das machen wir wirklich alles grafisch anhand dieser Kurve. Und das heißt, Sie haben da die Möglichkeit, wirklich live und mit verschiedenen Bauteilen das Ganze beurteilen zu können. Okay. Aber wie gesagt, schauen Sie sich dazu wirklich am besten das erste Webinar an. Da haben wir diesen Programmpunkt im Detail erläutert. Ja, dann gibt es noch eine offene Frage und dann müssen wir echt weitermachen, dass wir eben mit unseren Inhalten heute durchkommen. Ist es möglich, ein Part Identifier mit dem Kraftwegkurven zu koppeln? Genau, das ist möglich. Das unterstützen wir, nennen wir Seriennummer-Feature. Und wenn Sie das Smart Function Kit in Verbindung mit einer übergeordneten Steuerung betreiben, haben Sie jetzt hier die Möglichkeit, zu jeder einzelnen Pressung, wo eine dieser Kraftwegkurven ja aufgezeichnet wird und weitere Statusinformationen aufgezeichnet wird, werden dazu noch eine von Ihnen vergebene Seriennummer abzuspeichern. Okay. Genau, ich kann das Ganze auch ganz kurz mal demonstrieren. Ich habe eben schon ein paar Testläufe laufen lassen mit der Steuerung und diese vergibt auch hier bereits schon Seriennummern. Das heißt, ich navigiere jetzt hier im Screen auf den Bereich Logdaten und sehe jetzt hier in der Mitte den Bereich Seriennummern und hier sind bereits schon welche vergeben. Beispielsweise hat diese Pressung, wo ich jetzt mit der Maus drüber bin, die Seriennummer 51. Es kann aber auch jede beliebige andere Nummer sein. Super, dann haben wir jetzt aktuell keine offenen Fragen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über zu dem zweiten Teil von dem heutigen Webseminar. Das steht ja alles so im Hinblick auf die Integration in die übergeordnete Steuerung. Das heißt, man kann das Smart Function Kit als Produkt selbst eben nicht nur standalone verwenden, also als eigenständiges Produkt, sondern auch integriert in eine Linie. Und genau das wollen wir eben heute nochmal zeigen. Hierfür auch mal eine Frage nochmal an Sie, liebe Zuschauer. Wie würden Sie denn das Smart Function Kit in Ihrer Produktion betreiben? Noch Schwanz? Genau, aber ich glaube, da ist schon ein erster Trend sichtbar. Relativ viele ja. Nutzer klicken auf den Bereich Subsystem, eingebunden in eine Gesamtanlage. Ja. Und damit kommen wir eigentlich jetzt zu unserem zweiten Teil. Genau.
Ich würde Ihnen das Ganze darstellen, wie einer unserer Kunden das System genutzt hat. Mhm. Hier haben wir eine Applikation unseres Kunden Sensata. Der nutzt das Smart Function Kit eingebettet in seine Produktionsanlage. Das heißt, verbunden mit seiner übergeordneten Steuerung, also als Subsystem. Er hat aber das System hier in zwei Anwendungsfällen betrieben. Einerseits erstmal Standalone, das heißt eigenständig, ohne die Integration. Hier hat er die, den Prozessablauf optimiert. Und nachdem dieser Prozessablauf entsprechend eingestellt war, also richtig konfiguriert war, ist er den nächsten Schritt gegangen und die Integration in seine übergeordnete Steuerung abgeschlossen. Das war bei ihm notwendig, da er ja ein Förderband hat. Das heißt, Bauteile werden zugeliefert, Bauteile werden abtransportiert. Und diese Synchronisation, die ist halt nur mit einer übergeordneten Steuerung möglich. Und da hat er das Smart Function Kit zu schätzen gelernt. Ja, und was genau brauche ich denn jetzt für diese Verbindung in die übergeordnete Steuerung? Genau. Für diese Verbindung ist, also die Verbindung zu einer übergeordneten Steuerung läuft über einen Feldbus ab. Mhm. Und dazu habe ich hier ein kleines Schaubild vorbereitet, was eigentlich ein Feldbus ist. Das fragst du dich jetzt gerade sicherlich. Ja. Ich glaube, da geht es auch mehreren so. Deswegen wäre es echt gut, wenn du das einfach nochmal ganz kurz, ganz primitiv erklärst, was wir uns darunter vorstellen müssen. Genau, also Feldbus an sich, also das ist eine relativ allgemeine Erklärung, wäre jetzt, dass es eine Verbindung ist zwischen einer Anlage, zum Beispiel einem Sensor oder auch einem komplexeren Gerät wie einem Smart Function Kit mit einem Automatisierungsgerät, zum Beispiel einer übergeordneten Steuerung. Das Ganze habe ich jetzt hier rechts im Schaubild nochmal dargestellt, aber auch hier in real aufgebaut. Das heißt, wir sehen im Bild zur Linken das Smart Function Kit, auch hier zu meiner Linken das Smart Function Kit und rechts eine Steuerung, hier aus dem Hause von Bosch Rexroth, eine XM21 in dem Fall, die ich jetzt hier vor mir stehen habe und die wird über das Profinet-Protokoll mit dem Smart Function Kit verbunden. Passend dazu habe ich auch hier das grüne Kabel gewählt, passend zum Protokoll. Wir sind da jetzt relativ flexibel. Verschiedene Feldbus-Protokolle, einerseits Profinet natürlich, Cercos, Ethernet-IP und EtherCAT unterstützen wir hier auch. Okay. Ja, es passt doch da mal die Frage wieder ins Publikum zu stellen, welche Protokolle denn bei Ihnen in der Firma verwendet werden. Mhm. Schwankt noch ein bisschen, gebe noch mal kurz 3 Sekunden. Aber Tendenz ist auf jeden Fall zu erkennen, würde ich sagen. Ne? Genau. Geht auch in die Richtung Profinet. Profinet, genau. Passt ja prima. Genau. Hier möchten wir Sie natürlich dann auch unterstützen bei der Inbetriebnahme des gesamten Kits, bei der Integration in Ihre übergeordnete Steuerung. Und hier möchten wir auch dieses Werteversprechen von Zero Programming auch natürlich unterstützen. Mhm. Das heißt, es betrifft Zero Programming betrifft nicht nur die Anlage an sich oder das Smart Function Kit an sich, sondern auch die Integration soll so einfach wie nur möglich passieren. Und dazu stellen wir Ihnen Feldbus-Beispiele zur Verfügung. Okay. Das sind so kleine Bausteine, die Sie nutzen können. Ich habe hier mal eine Folie vorbereitet, auf der Sie sehen, wie so ein Funktionsblock ausschaut. Hier rechts auf der Seite sehen wir ihn. Und dieser Funktionsblock ist im Prinzip schon ein vorgefertigtes Beispiel für Sie, mit dem Sie die Möglichkeit haben, die Verbindung mit dem Smart Function Kit, die Kommunikation mit dem, die Datenabfrage, eventuelles Fehlerhandling, das ist schon alles integriert und so kriegen Sie relativ einfach und sehr schnell die Integration auch her. Mhm. Dieser Feldbus-Baustein unterstützt verschiedene Protokolle, Profinet natürlich, wir haben es zum Beispiel auch gesehen oder beziehungsweise jetzt gerade im Voting gesehen, EtherCAT ist natürlich auch unterstützt. Daneben unterstützt dieser Baustein Cercos und Ethernet-IP. Bei den Entwicklungsumgebungen unterstützen wir aktuell liefern wir ein Beispiel für das TIA-Portal, aber auch für Interworks Engineering haben wir auch ein Beispiel zur Verfügung. Weitere Beispiele sind in Entwicklung und werden demnächst auch folgen.
Ja, super. Du hast es gerade gemeint, dass es sehr einfach und auch sehr schnell geht, ein Subsystem in eine Steuerung, wie wir es jetzt auch vor uns haben, zu integrieren. Kannst du uns das einfach mal demonstrieren? Genau, ich kann es mal in der Kürze demonstrieren, wie das ungefähr ausschaut. Dazu springe ich jetzt wieder einmal zurück Richtung Frontend, um einfach zu zeigen, wo kriege ich denn eigentlich diesen Baustein her? Den haben wir bei uns im Frontend integriert. Das heißt, Sie müssen nicht irgendwo hin navigieren und irgendwelche Passwörter sich merken, die Sie dann eingeben müssen, sondern es ist mit der Auslieferung des Kits bereits schon integriert. Dazu klicken Sie jetzt hier einfach auf den Hilfebereich. Den sehen Sie jetzt hier links unten im Bereich. Und wenn ich dahin navigiere, runterscrolle, sehe ich die beiden Kacheln. Einerseits das Beispiel für die Simatic-Steuerungen, also das TIA-Portal, und rechts die Kachel für Intraworks Engineering, das heißt die Bosch-Rexroth-Steuerungen. Hier klicke ich einfach auf eine der beiden Kacheln, beispielsweise Intraworks jetzt in dem Beispiel. Muss noch die Lizenzbedingungen ja, bestätigen. Die besagen halt die ganz klassischen Sachen, dass es sich beispielsweise um ein Beispiel handelt. Und mit dem Klick auf OK startet der Download automatisch. Der Download bzw. die Download-Datei ist bereits schon integriert. Das heißt, es ist keine Innenverbindung notwendig, sondern es ist auf dem Kit quasi vorinstalliert. Okay, und bis zu diesem Punkt habe ich jetzt noch keinerlei Programmierung eigentlich vorgenommen, Bis oder? jetzt noch nicht dieser Teil, der kommt jetzt, aber das ist ja eigentlich der Teil, den auch jeder Automatisierer auch so oder so vornehmen muss. Denn er kennt ja die einzelnen Komponenten seiner Anlage. Welche Sensoren sind verbaut? Wie ist denn die zeitliche Abfolge? Also welche Bedingungen müssen eingehalten werden, damit die Pressung starten kann? Das heißt, Sensor A liefert ein Signal, dann startet erst die Pressung. So eine Abfolge. Das ist ein Wissen, was wir dem Hersteller natürlich nicht abnehmen können. Das muss er so oder so haben. Was wir ihm aber abnehmen, ist dann die Kommunikation. Die muss er nämlich nicht mehr neu programmieren. Das heißt, er muss da nicht die Feldbusspezifikation, die wir haben, da nachprogrammieren, sondern das ist ja in diesem Beispiel bereits schon integriert. Dieses Beispiel, das müsste er sich dann jetzt in seine Entwicklungsumgebung integrieren. Das ist der Teil, den ich bereits schon gemacht habe und hier in Intraworks Engineering bereits schon vollzogen habe. Ich habe ein kleines Beispiel schon vorbereitet und ist bereits schon hier auf unserer Steuerung aufgespielt. Dieses Beispiel startet die Pressung, führt noch eine Referenzierung durch, hat noch ein paar Positionierkommandos und das würde ich jetzt gleich mal starten. Dazu muss ich noch eine wichtige Sache machen, und zwar den Feldbus erstmal aktivieren. Denn Okay, aktuell dann ist machen der wir das doch. Feldbus in der Software noch nicht aktiviert. Das würde ich jetzt auch noch schnell machen. Jetzt gehe ich hier auf Einstellungen, wechsle in den Reiter System und hier habe ich verschiedene Einstellmöglichkeiten. Unter anderem ganz unten kann ich einen Feldbus auswählen. Wie wir es davor gesehen haben, die vier großen Feldbusse unterstützen mich hier. Sercos, Ethercat, Ethernet, IP und Profinet. Profinet wähle ich jetzt aus. Habe da jetzt noch die Möglichkeit, einen Gerätenamen zu vergeben. Und dieser Gerätename ist so ein eindeutiger Bezeichner im Prinzip in meinem Netzwerk. Das heißt, wenn ich zwei verschiedene Smart Function Kits integrieren möchte, kann ich da jedem Smart Function Kit einen Namen zuweisen und finde die so relativ schnell bei mir im Projekt wieder. Und das spart einfach unheimlich viel Zeit, weil diesen Aufwand müsste man normalerweise direkt in der Entwicklungsumgebung machen. Das heißt, im TIA-Portal oder in Intraworks Engineering müsste ich erst das Bauteil finden, umbenennen und dann umkonfigurieren. Und das ist der Teil, den wir abnehmen. Das machen wir hier schon automatisiert. Ja, super. Dann ist es sozusagen eine eindeutige Bezeichnung dann einfach, ne? Genau, ich würde das Ganze jetzt noch speichern. Und der Antriebsregler, unser System, das macht jetzt alles automatisiert. Das heißt, die Konfiguration wird entsprechend geupdatet. Der Antriebsregler führt einen Neustart durch und genau die Programmierung, die ich jetzt hier vorgenommen habe, die wird nach einiger Zeit dann aktiv und kann unser Smart Function Kit, was hier links neben uns steht, ja, betreiben. Das heißt, wir werden gleich sehen, wie sich die Presse bewegt. Okay, dann nutzen wir doch mal die Zeit, bis
unser Smart Function Kit erfolgreich integriert ist in die übergeordnete Steuerung, für Fragen aus dem Chat. Mhm. Einmal, gibt es einen Online-Konfigurator oder basiert die Auslegung auf einer herkömmlichen Anfrage? Genau, also hier unterstützen wir natürlich wieder beide Wege. Also Sie können natürlich eine herkömmliche Anfrage stellen, aber Sie haben auch die Möglichkeit, auch individualisiert für Ihren Anwendungsfall auch bei sich lokal ausrechnen zu lassen. Ja. Das unterstützen wir im LinSelect-Programm. Genau. Das heißt, das ist ein freier Download, den Sie da wieder durchführen können. Da sind alle Smart Function Kits integriert und können dann halt für Ihren Anwendungsfall, den Sie dort modellieren, das passende Kit dann auswählen. Oder genau. Eben den Online-Konfigurator mit. Genau. Das LinSelect, da sehe ich gerade, der Link wurde gerade gepostet. Dort können Sie sich das runterladen. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Ist eine statistische Analyse von Kennliniendaten verfügbar? Genau. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, einerseits für die einzelne Kurve die Bewertung zu machen. Mhm. Andererseits haben die auch die Möglichkeit, diese Auswertung bei sich lokal, das heißt mit einem weiteren Tool, zum Beispiel Excel oder MATLAB, durchzuführen und da weitere statistische Daten auswerten zu können. Super. Genau. Sie sehen auch gerade, die Presse verläuft. Ja. Automatisiert. Da hat meine Programmierung ja wohl geklappt. Die Integration hat funktioniert. Ja, es war jetzt super schnell. Ich meine, wir haben keine zwei Fragen fast beantwortet und die Integration ist erfolgreich abgeschlossen. Also ich bin echt begeistert und ging natürlich in wenigen Schritten eigentlich. Und ich meine, außer die Integration in das Entwicklungsumfeld, welche dann von den Integratoren übernehmen werden muss, ist da ja auch keine Programmierung wirklich notwendig. Richtig. Dank eben den Feldbus-Bausteinen, die von Bosch Dextro zur Verfügung gestellt werden. Das ja, ist... super. Dann gehen wir noch mal in Richtung Chat. Wir haben noch ein paar Minuten, um offene Fragen zu beantworten. Gibt es Beispielschaltpläne für das Smart Function Kit? Mhm. Ja, die gibt es auch. Die gibt es auf unserer Produktwebseite. Und da haben Sie die Möglichkeit, im Prinzip sich genau diesen Demonstrator 1:1 nachzubauen. Mhm. Denn die Beispielschaltpläne, die wir dort veröffentlicht haben, wieder ein freier Download, der da verfügbar ist, beinhaltet im Prinzip alle möglichen technischen Daten und Verbindungen. Ja, Beispielschaltplan in dem Sinne. Super. Genau. Dann eine weitere Frage. Kann ich das User Interface auf die Visualisierung der Gesamtanlage übertragen? Genau, das können Sie ja auch. Dadurch, dass wir halt browserbasiert sind, sind Sie nicht gezwungen oder nicht dahingehend eingeschränkt, dass Sie dieses Browser-Interface oder dieses User-Interface auf nur einer Anlage darstellen, sondern Sie können es auf verschiedenen anderen Endgeräten gleichzeitig auch nutzen. Das heißt, der Operator an der Anlage kann das beispielsweise betreiben mit einem Tablet oder was auch immer. Ja. Er kann aber, wenn es zum Beispiel eine Gesamtübersicht gibt, dieses Dashboard dort integrieren. Oder auch über unsere REST-API den direkten Datenbankzugriff damit gestalten und auch weitere Auswertungen und Ansichten daraus generieren. Also da sind wir auch sehr flexibel dargestellt oder aufgestellt und haben da ja im Prinzip alle Möglichkeiten für Sie offen. Super. Dann eine weitere Frage. Ab wann sind diese Produkte lieferbar? Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage, weil wir sind, und eine sehr gute Antwort für Sie, denn wir sind bereits schon im Markt. Das heißt, Sie können das Produkt bereits jetzt schon ordern. Ja. Und genau, alle möglichen Informationen sind bereits schon verfügbar. Das heißt, Integration in LinSelect, Marketingmaterial und weitere Informationen, zum Beispiel technische Datenblätter, haben Sie alle auf unserer Webseite und können dann im Prinzip direkt loslegen. Genau. Super. Ah, jetzt noch eine Frage haben wir noch. Wie viele Programmschritte kann ein Programm maximal umfassen? Mhm. Genau, gute Frage. Jetzt, das ist im Prinzip auch relativ offen, wieder sehr flexibel. Wir sehen ja aktuell, unser Programm hat 3 Schritte, also eine Startposition, ein Fügen auf Kraft und danach einen Rückhub. Mhm. Aber effektiv sind wir da nicht limitiert. Das heißt, es sind 3 Schritte. Es können noch deutlich mehr sein, vielleicht 100 Schritte, vielleicht 500 Schritte.
Es ist aber mehr so eine Art theoretisches Limit. Das heißt, praktisch gesehen wird eine Sequenz nie so lang sein und von daher eigentlich unlimitiert. Ja, super. Dann ist es ja wohl eine Punktlandung, die wir hier hingelegt haben. Optimal, oder? Ja, perfekt. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Teilen von deinem Produktwissen zum Smart Function Kit für Pressing. Vielen Dank, Martin. Wir freuen uns über Feedback zum heutigen Webseminar zum Smart Function Kit für Pressing, weil wir wollen natürlich auch die folgenden Webseminare optimieren. Deswegen gerne Feedback. Wir freuen uns. Falls Sie weitere Informationen zu Produkten aus der Lineartechnik und innovativen Produkten suchen, können Sie gerne auf unsere Website gehen. Das ist die www.bossrexroth.com/smart-mechatronics mit X, ist auch im Chat verlinkt. Gerne können Sie auch bei Projekten, bei Anfragen Kontakt zu uns suchen. Da finden Sie eben den Contact Locator auch auf unserer Hauptwebsite von Bosch Rexroth. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag. Danke auch von meiner Seite und bis bald.